Hallo und herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Das ist der Herr Petscher. Neben mir steht Herr Lohmann. Und wir begrüßen euch zu unserer diesjährigen Abschlussfeier aus der Kapelle. Ihr seht, es ist alles ein bisschen anders als sonst. Viele von euch wissen, wie es eigentlich ist. Dennoch wollen wir euch nicht ohne einen kleinen Gruß verabschieden. Ja, und diesen Gruß, ich glaube, Sascha, den können wir mal, wir sind ja ausreichend mit Abstand hier versehen, eine Armlänge, den können wir mal auch ohne Maske haben, die wir sonst immer aufhaben. Wir haben nämlich auch dieses Jahr wieder liebe Menschen, die uns leider verlassen. Das stimmt. Nicht nur von den Schülern verabschieden wir uns dieses Jahr, von einigen Schülern, viele bleiben auch noch ein Jahr oder zwei da, das ist schön, sondern auch Kollegen oder Teil des Teams verlassen uns. Und zwar, wir reden hier von 40 Jahren, ach, vielleicht sind es sogar schon mehr, über 40 Jahre Edith-Stein-Schule. Also sie war von Beginn an da, wo die Edith-Stein-Schule so zur richtigen Schule wurde und hat von Beginn an mitgearbeitet, alles mitgemacht, 24-Stunden-Läufe und so weiter. Wir reden von der Frau Fuhrmann. Und die Frau Fuhrmann, die ist zufällig heute auch hier. Und wir bitten Sie einmal, liebe, ja, zu uns zu kommen. Kommt doch mal bitte zu uns, am besten hier so in die Mitte. Abstand. Ja, liebe Gertrud, 40 Jahre Antoniushaus, 35 Jahre ungefähr in der Steinschule. Das sind 35 oder 40 Jahre, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie lang das wirklich ist. Ja, du bist ja noch 14 jung, ich kann mir das schon gut vorstellen. Aber Gertrud, du kannst bestimmt so viel erzählen, du hast bestimmt so viel erlebt und die Schüler dieses Jahr sehen dich jetzt leider so zum letzten Mal in der Schule. Du weißt bestimmt noch. Ja, da muss ich mich kurz fassen. 40 Jahre sind wirklich lang. Das war von 30 Schülern in der Förderschule, die ich damals betreut habe und Hilfsmittel gebaut habe, bis hin zu oder über die Mädels aus der Edith-Stein-Schule, die damals noch nicht so hieß, sondern einfach nur Berufsfachschule mit Berufsgrundschuljahr. Dann kamen Jungs später hinzu, bis jetzt 170, 180 Schülerinnen und Schüler in 17 Klassen. Vom Kollegium her drei, vier Lehrerkollegen, mit denen ich gearbeitet habe, bis hin jetzt, dass wir ein Team von 55 sind. Also da hat es so viel Wechsel gegeben und so viel Unterschiedliches und so viele unterschiedliche Beeinträchtigungen und auch unterschiedliche Herausforderungen auch. Beispielsweise, was mir noch so nah in Erinnerung ist, Schüler begleiten bis einen Tag, bevor das Leben zu Ende war. Das hat mich sehr geprägt und dafür danke ich euch allen ganz herzlich, dass ich mit euch euren Stück Weg gehen konnte, auf den Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich, in der Schule, in der Verwaltung und überall, aber ganz besonders euch Schülerinnen und Schüler, dass ich mit euch sein konnte und meine Arbeit mit euch tun konnte. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich gehe mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge natürlich jetzt die große Freiheit, morgens ausschlafen, gemütlich in der Hängematte abhängen oder was auch immer, bis hin zu, dass es mir vielleicht auch mal langweilig wird und ich vielleicht auch so das eine oder andere Mal auf ein Heißgetränk im Lehrerzimmer auf Kreuze und dann vielleicht auch dem einen oder anderen noch begegnen und darauf freue ich mich ganz herzlich. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für euren weiteren Lebensweg, denjenigen, die jetzt die Schule verlassen, weil sie die Schulzeit hier bei uns beenden, in eine Werkstatt gehen, eine Ausbildung machen, eine Anlerntätigkeit ausführen, ein Studium beginnen oder erstmal auf Weltreise gehen oder was auch immer, bis hin zu denen, die noch hier weiter zur Schule gehen und ihren Hauptschulabschluss, ihren mittleren Reifeabschluss, was auch immer, ihre Schulzeit hier beenden. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, liebe Gertrud. Ich denke mal, im Namen der Schüler, die jetzt wahrscheinlich applaudiert hätten, dass ein Roman gewackelt hätten, möchten wir dir für deine Tätigkeit hier im Haus ganz herzlich danken.
freuen uns schon, wenn du mal um die Ecke kommst. Du wohnst ja praktisch noch in Gattenzaun hier. Genau. Und dann werde ich auch ganz viele noch hier in Hochheim irgendwo was sehen und treffen. Also da freuen wir uns schon drauf. Und wir wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute für den neuen Lebensabschnitt, der mit Sicherheit anders wird. Aber wir sind uns sicher, dass du ihn so gestaltest, wie er dir gut tut. Vielen, vielen Dank für alles. Danke euch. Ja. Und alles Gute. Alles Gute, liebe Gertrud. So. Ciao. Ciao. Dieter. Ja, Mensch, die Gertrud. Aber es ist die gute Seele. Die gute Seele. Das ist aber leider nicht die einzig gute Seele, die geht. Also wir haben dieses Jahr, wie jedes Jahr, noch mehr gute Seelen, gute Geister. Die wir auch leider verabschieden müssen, die jetzt ein Jahr bei uns in der Schule tätig waren. Genau. Ihr wisst wahrscheinlich, um wen es sich handelt. Und bevor wir die jetzt hier vor die Kamera holen oder auch was sagen oder nennen, guckt mal erstmal, was die so gemacht haben. Wie das Jahr so lief. Lasst euch überraschen. Dieter, was hast du da? Ich habe was bestellt. Du weißt doch, das FSJ-Team, das ist doch ziemlich klein, ne? Ja. Und ich habe jetzt gesehen, da kann man was bestellen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist, wie die das beschrieben haben. Okay. Und dann machen wir oben auf. So. Guck mal rein. Ah! Gut, ja. Ja? Soll ich auch mal gucken? Oder willst du es noch aus? Hä? 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 Wer ist da? Oder was ist da? Soll ich mal hinlegen? Ja. Komm, ich mal hin. Komm, wir packen dich schon mal aus. Ganz, also ganz vorsichtig. Warte mal, ich muss mal gucken. Alles gut. Oh. Auspacken? Ja, komm her. Hast du uns eine neue Arbeitskollegin bestellt, oder was? Guck mal, wir haben eine neue FSJlerin bestellt und da ist sie. Das war doch schon ganz schön gut, ne? Ja, finde ich auch. Das war eine tolle Idee. Oh, Moment, ich höre was. Wie? Hast du einen oder zwei bestellt? Ja, ich weiß nicht. Hä? Noch eine? Guck mal, jetzt ist euer Team komplett. Hi. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
sag nichts. Ich rede mit Taschen da, wir hoffen, ihr kommt gut heim. Wir packen uns nächstes Jahr eure letzten Hefte ein. Sag nichts. Sag nichts. FSJ, vorbei ist jetzt schon ein Jahr. Wie schnell hat Corona, ja. Kennedy bleibt ohne hin. Egal, man sieht sich bestimmt noch einmal. Im Netto oder im Regal. Kennedy bleibt ohne hin. Denk zurück daran, wie das damals noch war, als die Flure voll war. Weil einer kann heute leider nicht hier sein, das ist der Kennedy, aber ihr habt es ja eben schon gehört, der wird uns nächstes Jahr noch ein Stück weit begleiten. Ja, wir wollen einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen für euren Einsatz in einem verrückten Jahr. In einem speziellen Jahr, das für alle nicht einfach war, für euch ganz besonders. Und unsere drei FSJlerinnen, das sind die Caro, die Selina und die Sarah. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, also tolles Jahr. Wir stehen jetzt hier in der Kapelle. Das hat vor einem Jahr für euch angefangen. Da hat euch noch keiner gekannt. Und ich glaube, jetzt können euch alle. Wir wünschen euch für euren weiteren Weg alles, alles erdenklich Gute. Ihr macht alle drei eine Ausbildung oder ein Studium. Genau. Unsere Türen stehen euch immer offen. Bei uns gibt es immer Kaffee. Ihr dürft immer, immer kommen. Genau, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir uns wieder mal sehen. Und was uns jetzt noch zum Schluss bleibt, ist unser letzter Punkt, den wir sonst immer an diesem normalerweise Freitag haben. Wir wünschen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz, ganz tolle Ferien. Lasst es euch gut gehen, kommt gesund wieder oder einen guten Ausbildungsstart oder im Studium. Lasst es euch gut gehen. Genau. Und vielleicht sehen wir uns auch. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.